Alter, ist der riesig, Mann. Boah, der macht auch voll den Krach. Ich kann den gar nicht sehen, komplett, weil der so riesig ist. Moin, und herzlich willkommen zurück zur Suchtis Factory im Experimental World. Wir haben beim letzten Mal schon das Gewehr MK1 in die MAM gepackt. Das liegt da jetzt auch noch. Und in 22 Minuten haben wir tatsächlich dann das Ergebnis. Der Wahnsinn. Und was möchte ich jetzt noch machen? Wir haben ja beim letzten Mal schon den Meilenstein freigeschaltet mit dem Radarturm. Und ich habe jetzt hier noch ein bisschen Quarz vorbereitet für die Aktion. Wir brauchen nämlich noch ein paar mehr Quarzoszillatoren dafür, damit wir dann diesen Radarturm bauen können. Und ich habe gerade schon im Live-Chat den Tipp bekommen, ich soll den Radarturm natürlich zum einen bauen, weil ihr den gerne sehen möchtet. Zum anderen soll ich den aber so hoch wie möglich stellen. Sehr, sehr weit oben. Passt auf, meine lieben Freunde. Ich glaube, ihr könnt schon erahnen, wo ich ihn sehr wahrscheinlich aufbauen werde. Es gibt da hier in der Gegend eine Stelle, die ist ganz schön weit oben. Ja. Und ich glaube, es ist safe anzunehmen, dass ich meinen Radarturm dort hinstellen werde. Ich habe aber ehrlich gesagt noch nicht so ganz umrissen, wie das Teil oder was das eigentlich jetzt genau nochmal machen soll oder können soll. Weil, ja, irgendwie auf der Map die Map aktualisieren in regelmäßigen Abständen. Aber wozu, frage ich mich. Ich meine, die Map ändert sich doch nicht großartig oder ändert die sich. Warum muss die denn in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden? Aber ich glaube, das wird dann deutlich, wenn er dann mal steht und wenn er dann funktioniert. Aber ich bin mal sehr gespannt, wie das genau funktioniert. Der deckt die Karte auf. Ah, die ganze Karte? Oder nur ein Gebiet? Weil da stand ja was von aktualisieren irgendwie, dass er die aktualisiert. Naja, werden wir ja gleich sehen. Bam! So, da haben wir jetzt fast 40 Oszillatoren. Nicht schlecht. So, kann ich das jetzt bauen, das Teil? Ah ja, ich brauche noch Signalisatoren und nochmal Kabel. Bauen wir doch nochmal Signalisator. Jetzt fehlen Kabel. Moment. Kabel kann ich ja herstellen einfach. Wie viele Signalisatoren brauche ich? Noch einen. Dann machen wir mal noch Kabel. Und dann machen wir noch einen Signalisator. Jeder. Oder zwei oder drei oder vier oder fünf oder sechs. Kann man ja doch noch ein paar haben. Und dann nochmal Kabel. 50 Kabel. Die kann ich leider nicht machen. So viel Draht habe ich nicht. Die muss ich nochmal ganz schnell ans Lager. Aber es liegt ja alles auf dem Weg, meine lieben Freunde. Denn ihr ahnt, glaube ich, schon, wo ich den Radarturm aufbauen werde. Irgendwie glaube ich, dass ihr da schon so ein bisschen mit mir auf einer Wellenlänge seid, wo man den aufbauen könnte. Das wird sehr offensichtlich sein, glaube ich. So, ich mache mal hier noch die Schrauben leer. Das Lager muss ich dringend auch mal jetzt mit den neuen Möglichkeiten, die man jetzt hier hat, muss ich das mal dringend neu machen alles. Das ist jetzt mal langsam an der Zeit, dass wir mal die neuen Möglichkeiten nutzen, die uns hier gegeben wurden. Oder auch die vorhanden sind quasi. So, nehme ich mir mal hier die zwei Stecks mit den Kabeln. Kabel braucht man jetzt mit den neuen Sachen echt viele, muss man mal sagen. Also, der Kabelverbrauch ist deutlich gestiegen nochmal. So, dann gehe ich mal hier aufs Dach. Ganz schnell. Und dann fliegen wir mal von hier nach da. Meine lieben Freunde. Und dann bauen wir den Radarturm. Was passiert, wenn man ihn abbaut? Bleibt dann das aufgedeckte Gebiet erhalten? Das werden wir jetzt gleich alles mal ausprobieren. Also erstmal nochmal, hier ist die Map. Und vielleicht nochmal für diejenigen, die das noch nicht verstanden haben, weil es haben viele auch wieder gefragt, ja, wie kann ich denn jetzt die Map freischalten? Oder einige haben auch gesagt in den Kommentaren, die Map funktioniert ja gar nicht, die ist ja gar nicht da. Ihr müsst die Map erst freischalten. Und ihr schaut euch dazu einfach am besten meine Videos an. Die letzten paar, die ich zum Experimental-Update gemacht habe. Denn da zeige ich das nämlich, wie das geht. Ihr müsst einfach den Quarz in der MAM analysieren und dann entsprechend die Meilensteine, die sich daraus ergeben, im Hub freischalten. Ja, das müsst ihr einfach mit dem Quarz machen. Über die Quarz-Analysierungsschiene geht das quasi mit der Map und dann kommt dann später auf derselben Schiene auch dann entsprechend der Radarturm. Das ist das Geheimnis. Und das ist eigentlich kein so großes Geheimnis. Das war nämlich zum Beispiel beim Katerium auch schon so. Aber da haben es auch schon viele nicht erkannt, wie das geht.
Also wie gesagt, auch dazu gibt es ganz viele Videos. So, jetzt stelle ich mal hier den Rad. Oh, ist der riesig. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Schwede. Der ist ja voll riesig. Okay, aber der passt hier oben natürlich super drauf. Okay, krass. Hat er eine Leiter? Ich möchte da mal hochklettern. Alter, ist der riesig, Mann. Oh, der macht auch voll den Krach. Okay, warte, den will ich mal im Fotomodus sehen. Ich kann den gar nicht sehen. Komplett. Weil der so riesig ist. Alter Vater, ey. Guckt euch das mal an. Wie riesig dieses Teil einfach ist. Nicht schlecht. Das nenne ich mal einen Radarturm. Das ist mal. Oh, da ist das Licht ausgeknipst worden. Habt ihr das gesehen? Irgendwie cool, oder? Aber leider kann man da anscheinend nicht hoch. Da scheint es keine Leiter zu geben, oder? Ach doch, nee, da hinten. Da ist eine Leiter. Das ist ja crazy verrückt. Meine lieben Freunde. Ein Radarturm. Der ist eindeutig größer als der Aussichtsturm. Oh, der muss ja mit Strom versorgt werden. Oh, da muss ich mal gucken. Das kann nämlich sein, dass das hier gar nicht geht, weil nämlich die Stromversorgung von diesem Turm hier, die hängt nämlich nicht am Hauptnetz dran, glaube ich. Das müssen wir nochmal schnell checken gleich. Aber ich kletter jetzt erstmal da hoch. Ich will mal den Aussicht genießen, genau. Sprachfehler am Start. Den Aussicht. Lasst uns den Aussicht genießen. Von ganz weit den oben. Von ganz weit den oben, die hinunterschauen. Hä? Was hier? Ach hier. Was? Achso, ich wollte gerade sagen, weiter geht's nicht. Doch, es geht natürlich weiter. Nach oben. Ui. Ui. Aha, was ist denn das für eine fiese Falle? Hier steigst du ab und fällst einfach auf der anderen Seite wieder runter. Geil. Toll. Hier fehlt eindeutig eine Balustrade, wenn ich das mal sagen darf. Ja, Wahnsinn. Ist das weit oben, ey. Alter Schwede. Alter Schwede. Oh Gott. Ich krieg ein bisschen Höhenangst gerade, muss ich mal ganz ehrlich sagen. So ein bisschen, so minimal. Nur nicht nach unten sehen, lautet die Devise. Will das jetzt auch von hier nochmal sehen. Das ist mal ein Knubbel. Der Radarturm. Der Wahnsinnige. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Jetzt bloß kein Foto machen aus Versehen, weil dann habt ihr nämlich wieder Schwarzbild im Stream. Geil. Ja, die Aussicht ist auf jeden Fall phänomenal. Aber wie gesagt, der funktioniert jetzt noch nicht. Der tut noch nicht das, was er soll. Wir müssen mal dafür sorgen, dass der jetzt Strom kriegt. Jetzt muss ich erst mal schauen. Ich muss vorher, glaube ich, die Stromleitung, die hier hochgeht, nochmal mit dem Hauptnetz fusionieren. Weil sonst, dieses Netz war hier nämlich immer separat bisher. Muss mal schnell checken. Ja. Aber das ist jetzt halt die Frage, wie viel Strom zieht er eigentlich? Zieht er denn viel Strom? Oder geht das vielleicht sogar? Warte mal. Zeigt er mir das an, zufällig? No Power. Enter Name. Spielbärs Turm. No Power. Time until next scan. Current scanned area. Aber der sagt nicht, wie viel Strom er braucht. Okay, egal. Ich versuche einfach mal was. Ich versuche einfach mal, den zu connecten. Mal gucken, vielleicht geht das, ja. Wo ist denn der Stromer? Da unten? Nicht genügend Freiraum. Dann mach's halt so. Nicht genügend Freiraum. Scheiß doch die Wand an. Mann. Dieses Freiraumgedöns. Warum zur Hölle denn nur? Wieso? Warum ist denn da... Okay, alles gut. Ist okay. Ich rege mich nicht auf. Ich bin der Inbegriff des Zen, meine lieben Freunde. Zen. So, dann jetzt mal gucken. Na, geht das? Läuft das? Funktioniert das? 55% gescannt. Time until next scan. Aber, okay, wie viel, warte mal, wie viel zieht denn der jetzt an Power? Der zieht jetzt... Gar nicht mal so viel. Aber das schwankt irgendwie jetzt. Na gut, okay, das sind jetzt die Fabriken natürlich auch. Aber es ist eine neue Schwankungsspitze dazu gekommen. Macht der noch irgendwie Aktionen oder so zwischendurch? Dass der vielleicht zwischendurch ein bisschen Power noch zusätzlich braucht?
Warte mal, ich guck mal auf meine Map. Aha. Und wo genau hat er jetzt was aufgedeckt? Hat er jetzt hier in dem Bereich alles komplett aufgedeckt, oder? Ich reiß ihn mal ab. Die kriegen wir ja wieder, die Ressourcen. Ich reiß ihn mal ab. Ich will mal wissen, ob die Map dann noch genauso aussieht. Ja, okay. Also kann ich quasi in die ganzen Bereiche der Map einfach mal so einen Turm aufstellen, kurz mit Strom verbinden. Und dann kann ich ihn wieder abreißen quasi, weil ich ihn ja nicht permanent stehen lassen muss, sozusagen. Einfach, wenn ich nur die Map aufdecken möchte. Das können wir ja mal probieren, warte mal. Das können wir ja mal ausprobieren. Hier ist ja noch ziemlich viel dunkel, ne? Das ist ja alles hier noch ziemlich dunkel. Wenn wir jetzt hier hinfahren, das ist ja unsere Ölbase, wenn wir da jetzt mal hinfahren und den einfach mal dort aufbauen. Das würde mich mal interessieren. Wie das dann ist, also ob das dann anders ist, ob ich dann mehr aufdecke oder vielleicht, oder wie viel ich dann da aufdecke und überhaupt und wieso und überhaupt und wieso und sowieso. Ihr wisst, was ich meine. Lass mal das einfach mal auschecken. Keine Ahnung, was macht das Ding? Kann das sein, dass der beim Scannen hilft? Ich weiß es nicht. Da steht ja, dass er selber scannt. Also da ist ja ein Countdown. Time until next scan. Das heißt, der scannt anscheinend selber nach Zeug. Ist jetzt halt die Frage. Ich will aber gerade mal ausprobieren mit dem Map aufdecken. Das soll er ja auch können. Ich will mal ausprobieren, ob der Radius wirklich so krass unterschiedlich ist von der Höhe her. Oder ob das einfach am Ende des Tages gar nicht so einen großen Unterschied macht. Will ich einfach mal jetzt abchecken. Wir fahren jetzt mal rüber zur Ölbase. Da, wo wir unsere ganzen Brennstoffgeneräle haben. Und da will ich jetzt schon mal schauen, wie das ist. Ich will das mal ausprobieren. Ich will das mal machen. Ich will balulu, 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 balulu. Und dann gucken wir mal, was er macht. The area grows over time steht im Tooltip. Ach so, der scannt dann quasi immer mehr nach einer Zeit. Also der deckt immer mehr auf. Schau dir auch die alten Wracks an. Bei mir war in 3 nochmal Festplatten drin. Die ich sicher gelootet habe. Okay. Ja, ist halt die Frage. Wir haben jetzt ja noch ganz viele Festplatten auf Tasche. Also wir haben ja noch 5 oder 6, glaube ich, haben wir noch. Da geht auf jeden Fall noch was. Also, aber es ist eine gute Info auf jeden Fall, dass wieder die Wracks neu bestückt wurden quasi. Das ist mir eh auch schon aufgefallen zwischendurch, glaube ich. Also irgendwie an irgendwas habe ich das schon mitbekommen. Dass das irgendwie, dass ein paar Sachen resettet wurden einfach. Aber das ist eine gute Nachricht, weil so kann man halt immer auch wieder noch was finden, ne? Das ist halt ganz, ganz cool eigentlich. Für alle, die auch schon viel gemacht haben. Zum Beispiel dieses Wrack hier. Das ist doch das eins, was wir schon aufgemacht haben. Moment. Da gucken wir doch gleich mal. Das mussten wir ja auch nur mit Strom versorgen, ich erinnere mich. Gucken wir doch mal nach. Ah, okay, das ist noch offen. Okay, also da ist nichts... Nichts mehr drin oder nichts reingekommen. Dann fahren wir mal weiter. Nicht alle, ja genau, okay, also nur ein paar. Und Schnecken wurden auch resettet, alles klar. Müssen wir mal die Augen offen halten. Wann automatisierst du den Sprengstoff und die Quarzdinger? Naja, der Sprengstoff ist zum Teil schon automatisiert. Bei den Quarzdingern brauche ich erstmal ein Band. Beziehungsweise eine Vorverarbeitung. Das können wir heute natürlich auch alles noch machen. Jetzt will ich aber erstmal die neuen Sachen testen, bevor ich irgendwas automatisiere. Das ist ja immer der Ablauf, ne? Erstmal die neuen Sachen freischalten, austesten, wie was funktioniert. Und danach kommt dann die Automatisierung. Also quasi eins nach dem anderen, ne? Kommt alles noch. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig machen. Dann wäre ich ja, keine Ahnung, dann wäre ich ja, wer wäre ich denn dann, wenn ich alles gleichzeitig mache? Dann wäre ich ja wahrscheinlich Quicksilver oder so. Keine Ahnung. Nee, also, das geht halt nicht. Ich muss mich da schon an eine Reihenfolge halten, meine lieben Freunde. Ha! Ja, ich liebe Sprengstoff, meint Herr Rufus, was ich heute alles in die Luft gejagt habe. Vor allem die blöden Pflanzen. Ja, die blöden Scheißpflanzen, die Furzpflanzen. Endlich kann man sie wegmachen. Endlich muss man vor ihnen keine Angst mehr haben, wenn sie sich da so aufstellen, so provokant. Und dann einfach anfangen abzugasen. Herrlich. Endlich kann man es den Pflanzen mal so richtig zurückgeben. Endlich kann man denen mal so richtig einen reinschenken. Endlich kann man die mal so richtig bestrafen. So,
Wo wollen wir denn... Ich baue den jetzt als Spaß einfach mal hier auf. Da, wo wir Platz haben. Der ist ja gar nicht so groß auch eigentlich. Also, er ist hoch, aber er ist nicht breit. Das heißt, ich kann ihn ja theoretisch einfach... Einfach hier so hinstellen erstmal. Genau, der passt ja auf eine drauf, lustigerweise. Auf eine Foundation. Und Strom haben wir hier ja auch. Verbinden wir den doch gleich mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bim. So, jetzt gucken wir mal. Möp. Das hat jetzt irgendwie nicht so viel gebracht, oder? Also, gefühlt hat das jetzt nicht viel aufgedeckt, würde ich sagen. Oder muss der erst einmal gescannt haben? Muss der Countdown erst einmal durchgelaufen sein hier? Time until next scan. Das kann natürlich sein, dass er jetzt erstmal die 5 Minuten runterlaufen muss, einmal scannen muss und dann ist erst das Gebiet freigeschaltet. Und beim nächsten Scan wird dann wahrscheinlich hier der eine Schallplattenring hinzugefügt. Sieht übrigens wirklich aus wie eine Schallplatte. Vinyl, meine lieben Freunde, Vinyl. Und bestimmt steigt dann auch der Stromverbrauch mit jedem Scan-Prozess. Könnte ich mir gut vorstellen. Er braucht Zeit. Okay, er braucht Zeit. Ja, also er muss halt die 4 Minuten jetzt mittlerweile, muss er ja einfach erstmal stehen bleiben. Okay. Na gut, wir können ja mal zum Vergleich einen hierhin bauen und zum Vergleich einfach einen auf den Turm bei uns stellen und dann mal gucken, ob sich das irgendwie merklich auswirkt, wenn wir den jetzt sehr hoch platzieren, weil die Stelle mit der höchsten Fabrik der Welt, das ist ja wirklich eine der höchsten Stellen mit auf der Map, zumindest in der Gegend, wo ich mich aufgebaut habe auf jeden Fall, und da müsste es ja deutlich anders dann sein eigentlich als hier, was ja doch relativ tief ist, dieser Punkt hier. Da bin ich mal gespannt. Das ist ein ganz wichtiger Vergleich. Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal zurück. Bin ich mal gespannt. Das muss man alles mal auf Hirn und Nieren austesten, meine lieben Freunde. Da wird gerade gesagt, geht noch nicht. Du kannst dem Turm einen Namen geben. Ja, stimmt, das habe ich gerade eben schon mal probiert. Spielbärs Turm habe ich den genannt, den einen. Aber so richtig funzen tut das irgendwie noch nicht. Zeit ist Geld und das haben wir nicht. So oder so ähnlich. Aber heute ist ja auch Tag der Arbeit, meine lieben Freunde. Also der Stream hier heute, der kommt am Tag der Arbeit. Das Video seht ihr wahrscheinlich 2 Tage danach dann. Also, ja. Passt doch eigentlich, dass wir am Tag der Arbeit, das muss ich auch mal sagen, ein Spiel spielen, in dem es um Produktivität geht. Ist doch eigentlich genau zum Thema heute. So. Am Tag der Arbeit spielen wir ein Fabrikspiel. Toll. Ich finde das so toll. Eigentlich ist das heute unser Feiertag. Eigentlich ist das heute der Satisfactory-Feiertag. Das ist der Tag, an dem man einfach Satisfactory spielen muss. Weil es zum Thema voll dazugehört einfach. Das ist total gut. Und in Österreich ist heute nicht Tag der Arbeit. In Österreich ist Staatsfeiertag. Okay. Was feiert ihr denn dann in Österreich? Oder der Staat. Was feiert denn der Staat dann in Österreich? Ich weiß das gar nicht. Was ist denn heute da? Oder habt ihr da... Oder gebt ihr euren Feiertagen keine komischen Namen und nennt das einfach nur Feiertag? Ich weiß das nicht. Ihr feiert den Staat? Echt? Also, naja, ich will ja nicht irgendwie jetzt eine kulturelle Diskussion vom Zaun brechen, aber warum zur Hölle feiert ihr euren Staat? Wieso macht ihr denn das? Welchen Grund habt ihr denn dafür? Mögt ihr euren Staat so in Österreich? Sehr komisch. Naja. So ist das. Weil wir was zum Feiern haben. Ach so, weil ihr sonst nichts zum Feiern habt. Feiert ihr halt den Staat. Nein, alles gut. Ich meine... Letztendlich ist der Grund ja egal, warum man einen Feiertag hat. Hauptsache, man hat einen. Ne? Letztendlich ist es ja egal, warum man feiert. Hauptsache, feiern. Es gibt auch Dinge, die muss man nicht erklären. So. Die sind einfach geil, weil es sie gibt. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Radarturm. Ah ja, der Radarturm. Für einen weiteren Radarturm brauchen wir nochmal ein paar Signalisatoren. Ein paar Signalisatoren.
Was fehlt da jetzt? Ah nein, Draht fehlt. Da muss ich erstmal wieder ins Lager gehen. Ihr kennt das Spiel, ihr kennt das Spiel. Das Spiel spiele ich viel zu viel. Du regst dich doch immer über solche Speicherfreezes auf. Mein Spiel besteht gefühlt nur aus Speicherfreezes. Ach so, also das heißt, du hast dann so 5 Minuten Stillstand und eine Minute kannst du dich bewegen und spielen und danach speichert er wieder quasi. Ja, da komme ich bestimmt auch noch hin irgendwann. Das dauert nicht mehr lange. Da komme ich auch noch hin, das schaffe ich auch noch. Spätestens wenn hier die Förderbandlifte komplett am Start sind, wenn wir hier das Lager voll ausgebaut haben und so, spätestens dann vermute ich mal. Ist jetzt halt auch die Frage, ne, was ist effizienter? Förderbandlifte? Ja? Oder vielleicht sogar die normalen Förderbänder, ne? Also so rein vom Performance-Gesichtspunkt, sage ich jetzt mal. Ist es dann besser mit Förderbändern oder mit, Moment, nehme ich noch die Kabel mit. Kabel kann man nie genug haben. Da wäre mal echt interessant, mal so einen Benchmark zu machen tatsächlich. Also, keine Ahnung. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es so schwer ist, einen Satisfactory Benchmark zu machen. Man muss ja einfach nur ganz, ganz viele Produktionsarten derselben Sorte aufbauen. Dann einfach eine genormte Länge an Förderbändern zusammenbasteln. Und dann weiß man ja schon, wenn man die Bänder wegnimmt und man hat plötzlich mehr FPS, dann weiß man ja schon, dass es an den Bändern liegt zum Beispiel. Also ich glaube, das wäre eine Möglichkeit, aber das ist natürlich hochaufwendig. Aber wenn das irgendein Experte mal macht, dann klärt mich mal über die Ergebnisse auf. Das wäre mal interessant. Definitiv. Oder vielleicht hat es auch schon jemand gemacht, keine Ahnung. Das würde mich mal brennendst interessieren. So, wir haben die Signalisatoren. Dann gehe ich jetzt hier nochmal hoch. Auf die höchste Fabrik der Welt. Und dann schauen wir mal, wenn ich da oben dann den Turm aufbaue und die fangen beide an zu scannen. Und die scannen ja dann im Wechsel, weil die Countdowns von den beiden, die fangen ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten an, je nachdem wann ich die halt platziert habe. Und das heißt, die wechseln dann immer so ein bisschen durch mit dem Scan-Prozess. Und da bin ich mal gespannt. Bei Futtermaschine meint gerade zum Thema Performance, der Algorithmus Bewegung pro Minute wird derselbe sein. Denke mal, das fällt gleich aus. Ja, ja, müsste, also theoretisch, logischerweise müsste man eigentlich sagen, das müsste gleich sein. Ne? Aber weiß es ja nicht, vielleicht ist ja trotzdem irgendwas anders. Also ich bin ja kein Programmierer oder so. Weiß ich jetzt nicht. Ich würde auch davon ausgehen eigentlich, dass es da keine großen Unterschiede geben dürfte. Aber ich habe zum Beispiel auch noch gar nicht ausprobiert, ob die Förderbandlifte nach oben hin eine Maximalhöhe haben. Ne? Das habe ich auch noch nicht probiert. Die Bänder haben ja, wenn du die platzierst, also wenn du klickst und ziehst, haben die ja eine Maximallänge. Bis so weit, bis du dann halt nicht mehr weiter kannst. Ich frage mich, ob das bei den Liften, müsste eigentlich auch so sein. Sonst wäre es irgendwie komisch. So, Radarturm steht. Strom haben wir hier. So, der hat jetzt wieder seinen 5 Minuten Countdown. Alles klar. Dann lassen wir den mal laufen, den Countdown. Und wir gehen nochmal zurück. Zu der Ölstelle. Oh, der wird auf dem Radar oben angezeigt. Radar Tower. Klappt das vielleicht dann doch mit dem Umbenennen? Müssen wir gleich mal checken. Sie haben eine Maximalhöhe und sie gehen sehr hoch, okay. Da bin ich mal gespannt. Also man kann quasi so einen Super Tower bauen, der nur aus Förderbändern, also Förderbandliften besteht quasi. So ein Schacht, so ein Zentralschacht, wo nur Lifte drin sind. Boah, das wäre cool, so ein, wie sagt man, so ein Rückgrat quasi dann. So, ich lösche das hier mal weg, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Platz hier in den Lagern, damit hier das Kunststoffzeug so schön durchfließen kann. Kannst du mal im Osten zu den Wracks gehen? Nur zu wissen, ob die bei dir auch resettet sind. Ja, aber jetzt gerade passt das gerade nicht so gut. Ich habe jetzt gerade ein bisschen was zu tun hier gerade. Das können wir machen, wenn wir gleich mit den meisten wichtigen Sachen durch sind. Ich muss hier auch nochmal... Ah, der Scan-Prozess ist durch. Ganz hervorragend, auch ganz wichtig hier. Die Analyse von Gewehr ist abgeschlossen. Das ist nämlich der nächste Meilenstein. Gewehrmod 2 können wir auch schon scannen.
The new milestone can now be unlocked in Tier 6. Moment. Nehmen wir doch gleich nochmal eine Festplatte raus. 5 Festplatten haben wir noch. Dann schieben wir gleich nochmal eine rein hier. Die kann dann auch nochmal durchanalysieren. Nee, da. So. 10 Minuten, genau. Denn es gibt ja wieder neue Blueprints. Blueprints gibt es ja wieder neue. So, dann gucken wir mal, was brauchen wir für... Also das eine war ja hier diese Sache mit der angereicherten Kohle, genau. Das können wir mal gleich auswählen. Oh, warte mal, Moment. Was brauchen wir für den anderen, für Gewehr Mod 2? Brauchen wir Computer, schwere... Oh, warte, das können wir gleich machen. Da muss ich schnell nochmal Computer aus dem Lager holen. Da haben wir ja ganz viele. Und auch schwere Rahmen, da haben wir auch ganz viele. Endlich wäre ich da mal ein bisschen was los von dem Zeug. Das bin ich ja sonst nur am Einlagern, aber nicht am Verbrauchen. Computer braucht man ja sonst eigentlich für nichts. Das ist ja die perfekte Gelegenheit, um mal hier ein bisschen Inventar loszuwerden. Am Tag der Arbeit. Wo waren sie? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Meine Computer sind aber noch... Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist doch ein Lager voll. Da sind sie doch, Mensch. Hier, gucke mal. Wie viel brauche ich da? Jetzt habe ich den Meilenstein nicht eingestellt, ich Blödmann. Warte mal, irgendwas anderes brauchte ich jetzt noch. Genau, schwere Rahmen. Schwere Rahmen. Ich mag meine Rahmen am liebsten schwer. So, Rahmen. Rahmen. 1, 2, 100 waren es, ne? 100 Rahmen. Ich glaube, es waren 100 Rahmen. 100 Rahmen, Rahmen. Rahmen, Rahmen, Rahmen. Rahmen, Rahmen, Rahmen. Too crazy for you. Hat auf Stufe 1 abonniert. Dankeschön. 100 Computer, ja genau. Habe ich 100 Computer mitgenommen? Nein, da fehlt einer. Egal, warte, hier in der Fabrik hier werden auch Computer reingeliefert. Da kann ich mir einfach welche rausholen, hoffe ich. Ich hoffe das jetzt einfach mal. Ich behaupte das jetzt einfach. Nein, ich lüge gerade. Moment. Irgendwas stimmt gerade nicht. Moment, hier müssen eigentlich Computer drinnen sein. Das ist eigentlich der Sinn dieser Fabrik, dass die hier zu Supercomputern verarbeitet werden. Was zur Hölle? Die waren hier oben, ne? Die hier. Genau. Hier war das Zwischenlager. Genau, 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 genau. Haha! So, dann haben wir's. Dann haben wir's jetzt. Dann gehe ich jetzt hier raus. Ha! Können wir die Freischaltung machen? Am Hub. Am Hub können wir freischalten. Juhu! Dann machen wir das. Einmal reinstecken, bitte. Meilenstein auswählen. Rahmen. Da, Rahmen. Noch mehr Rahmen. Computer. Noch mehr Computer. Ja, und da ist wieder mein Lieblingsknopf. Ich liebe ihn einfach. Ich möchte ihn küssen und berühren. Und drücken. Vor allem drücken. Jawohl. The rifle has increased ammo capacity and is 20% more aesthetically pleasing, according to polls. Das MK2-Gewehr ist 20% ästhetisch befriedigender. Also hat ein geileres Design, wollen sie einem damit sagen wohl. Dann gucken wir doch mal, wie sieht das denn aus? Was brauchen wir denn dazu? Gewehrmod 2. Oh, da brauchen wir 2 Standardgewehre und Gummi. Moment. Okay, für das normale Gewehr brauche ich ja wieder nur Stahlrohre. Okay. Warte mal, dann nehme ich mir gleich mal so viel Material, dass es für 2 Gewehre reicht. Genau, da brauche ich nur noch mal ein paar Rohre. Dann haben wir das. Rohre hatte ich aber hier drin, glaube ich. Ach, zu wenig, scheiße. Vielleicht hier noch welche drin? Nein. Leider nicht. Hier noch welche drin? Nein. Hier noch welche drin? Nein. Aber hier waren welche drin. Ah, da komme ich jetzt nicht rein. Egal. Ich gehe nochmal ins Lager. Dann machen wir uns 2 Gewehre und dann schalten wir gleich mal das MK2-Gewehr frei. Und dann gucken wir mal, dass wir das gleich auch noch analysieren lassen, wenn dann die Festplatte durch ist. Und ich schaue mal auf die Map. Jetzt müssten ja die Scan-Prozesse durch sein eigentlich. Ah, guck mal hier. Hier können wir, glaube ich, den Radius erkennen. An dieser Wulst. Das ist, glaube ich, der Radius von dem Scanner. Also von dem Radar-Tower. Und der andere müsste eigentlich auch schon gescannt haben, glaube ich. Na, wie kann ich mich auf der Map bewegen? Hier mit Klicken und Ziehen, genau. Der andere müsste eigentlich auch schon gescannt haben. Aber das ist jetzt hier natürlich schwer zu sagen. Weil hier habe ich natürlich schon sehr viel entdeckt, ne, in dem Bereich. Da ist jetzt schwierig, das so zu sagen, dass
das jetzt hier von dem Radarturm kommt oder von mir. Also ich würde jetzt eher schätzen, dass das wahrscheinlich alles ich war hier. Und gar nicht so sehr der Turm. Aber naja, man weiß es halt nicht genau. So. Was wollte ich jetzt holen? Ich wollte irgendwas holen. Schwere Rahmen, oder? Nee, die Stahlrohre. Schon wieder vergessen alles. Alzheimer. So. Okay, hier ist nichts. Hier sind was. Hier sind was, genau. Hier sind was. Da! Schon weggesäppt hier. Habe ich noch Draht? Ja. Habe ich noch Kabel? Nein. Kabel waren ja hier gerade ein bisschen schwierig rauszufriemeln. Hoppla. Aha, Mann. Hier waren doch Kabel drin. Da ist ja nichts mehr drin hier. Alles leer. Alles weg. Das ist schlecht. Dann laufe ich hier mal schnell übers Band und greife mir mal was ab. Nom, 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 nom. So, dann gucken wir mal. Du kannst dir doch eine Einkaufsliste anzeigen lassen. Ja, das vergesse ich auch immer wieder, dass das geht. Aber am Ende des Tages... Ja, man kann es machen, man kann es auch lassen. So, also, zwei Gewehre brauchen wir. Da haben wir Nummer 1 und da haben wir Nummer 2. Und dann haben wir hier Gewehrmod. Ah, jetzt brauche ich wieder Rahmen. Genau, und ich brauche auch... ich brauche auch noch Gummi. Sonst kann ich das gar nicht machen. Aber wir haben schon mal die zwei Gewehre. Gummi. Ich brauche Gummi. Weißt du zufällig, wieso so viel Schwarz auf der Map ist? Fragt Jasminchen. Ja, ich weiß das. Weil die Erkundungswege, die wir schon absolviert haben, im Stable Branch, nicht hier im Experimental übernommen wurden. Das heißt, nur das Gebiet, was wir jetzt gerade erst seit dem Start der Experimental besucht haben, wird aufgedeckt, quasi. Glaube ich. Das ist, glaube ich, der Grund. Also, vielleicht gibt es noch einen anderen. Will ich jetzt nicht ausschließen, dass es vielleicht noch einen anderen Grund dafür gibt. Aber so habe ich das verstanden. Dass quasi die Experimental wieder von vorne anfängt zu zählen bei manchen Sachen. Das betrifft zum Beispiel auch die Spielzeit im Spielstand. Die wurde auch zurückgesetzt. Die wird auch nicht korrekt ausgezählt oder weitergeführt. Denn eigentlich habe ich in dem Spielstand hier ja schon weit über 200 Stunden. Aber laut der Anzeige hier habe ich gerade mal 22. Und das ist natürlich Quatsch. Das wissen wir ja alle. Das ist ja Blödsinn. Das stimmt ja gar nicht. Also nicht mal ansatzweise stimmt das. Ja, hallo? Ich habe hier ganz viel Zeit verbracht in diesem Spülstand. So, jetzt krabbel ich mir hier mal ganz schnell noch ein bisschen Gummi vom Band. Gummiband. Vom Gummiband hole ich mir Gummi. 100 Einheiten brauche ich. Und wisst ihr was? Wir nehmen nicht nur 100 Einheiten mit, wir nehmen gleich 200 Einheiten mit, weil dann kann ich mir nämlich noch ein zweites Gewehrmod bauen. Also ein zweites Gewehrmod 2. Das nehme ich mir jetzt hier auch noch. Warte mal, kann ich dann nicht einfach den Steck nehmen, der hier drin ist? Ja, guck mal, siehst du mal. Mehr. Noch irgendwo Gummi? Hier ist Gummi. Gib Gummi. Ich will einen kompletten Steck. Also zwei komplette Stecks eigentlich. Ich habe nur einen angebrochenen hier noch. Warte, warte, warte. Hi, bla bla. Warte, warte. Komm rein. Ja. Mehr. Ha, reicht. Reicht. So, dann Rahmen. Schwere Rahmen. Muss ich nochmal holen. Nein, nein, nein. Spielbär hat das alles in 22 Stunden aufgebaut. Wir waren alle dabei. Ja, genau. Nee, da bin ich ganz ehrlich. Da werde ich mich nicht hier schneller darstellen, als ich eigentlich war. Ne? Ich meine, man muss es ja auch mal sagen. Ich habe das ja auch wirklich alles seit dem Alpha-Weekend damals aufgebaut. Ich bin schon stolz auf meine 200 Stunden irgendwie. Ich weiß auch nicht. Die habe ich mir verdient. Ich finde, da müsste es auch im Epic Launcher... Es wird ja immer ganz viel gemeckert über die mangelnden Funktionen im Epic Launcher. Ich finde, es sollte im Epic Launcher eine Zusammenfassung geben, wie lange man ein bestimmtes Spiel gespielt hat, so wie in Steam. Das wäre schon irgendwie ganz interessant. Gerade hier bei Satisfactory, bei so Spielen, wo du halt einfach
megamäßig viel Zeit reinsteckst, wäre das schon mal ganz interessant zu sehen, wie viel Zeit man eigentlich da drin verbracht hat. So insgesamt halt auch in anderen Spielständen. Weil so müsste man ja zum Beispiel auch die Zeit von den einzelnen Spielständen zusammenrechnen, wenn man die Gesamtspielzeit haben möchte. Na, das ist halt auch so ein Ding, wenn man jetzt mehrere Spielstände hat. Könnt ruhig ein bisschen mehr Statistik geben in dem Spiel. Also, oder auch im Epic Launcher, aber auch in dem Spiel könnt es noch ein bisschen mehr Statistik geben. Experimental löscht die Null, ja genau. Der Experimental hat einfach die Null gelöscht. Eigentlich sind es 220 Stunden, nicht 22. Schweinerei! Ich will meine Null wieder haben. Tja, an dieser Stelle nullt jetzt nicht nur meine Stundenanzahl im Spiel, sondern tatsächlich auch diese Folge. Wenn ihr jetzt auch Bock habt, Satisfactory selber zu spielen, ihr könnt euch das holen im Epic Store und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal direkt und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge im Experimental Branch, wenn wir dann die neuen Sachen weiter ausprobieren und austesten. Wir sind ja zum Beispiel beim Radarturm auch noch nicht ganz am Ende. Da gibt es ja noch ein paar Sachen zu untersuchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Satisfactory im Experimental Build. Bis dann, ciao, ciao!